Im Januar 1930 findet zum ersten Mal eine Figur aus den damals schon sehr beliebten Zeichentrickfilmen ihren Weg in die Zeitungen. Die Comicstrips mit Mickey Mouse haben Premiere. Über die Geburt des zweidimensionalen Stars erzählt man sich folgende Legende. Ihr Schöpfer, Walt Disney, habe schon immer eine Schwäche für Mäuse gehabt. Von denen, die er in seinem Atelier hält, um ihre Gewohnheiten zu studieren, sei eine besonders frech über seinen Zeichentisch marschiert. Sie hätten sich angefreundet und Disney habe seinen kleinen Freund Mortimer gerufen. Der eigentliche Erfinder von Mortimer Maus, wie sie anfangs geheißen hat, ist allerdings der Zeichner Ub Iwerks, Disneys wichtigster Mitarbeiter. Ihm verdankt der heutige Weltkonzern zahlreiche Erfolge der Frühzeit. Iwerks ist besonders geschickt im Aufbau der Persönlichkeit der Trickfilmhelden und in der Auswahl charakteristischer Gags. Zu den ersten Taten von Mortimer lässt er sich von den großen Idealen der Zeit inspirieren. So ist es kein Zufall, dass die kleine Maus 1927 im ersten Film Plane Crazy ein primitives Flugzeug bastelt, um den Atlantik zu überqueren. Sie eifert dem kühnen Piloten Charles Lindbergh nach und mit ihr eine ganze Generation von Jugendlichen. Zwischen 1930 und 1935 macht die neue Heldenfigur grafische Veränderungen durch, ohne aber die grundlegenden Eigenschaften ihrer Person zu verlieren. Mickey Mouse, wie sie später genannt wird, ist der Protagonist von zahlreichen Abenteuern, die in der amerikanischen Gegenwart angesiedelt sind, auch wenn diese in Walt Disneys modernen Märchen stark idealisiert wird. Der berühmte Trickfilmer leiht Mickey Mouse seine eigene Stimme. Bald setzt jedoch ein Stimmungswechsel ein. Mickey beginnt über sich selbst zu lachen. Der Humor der Geschichten wird subtiler. Comics-Experten sprechen von der Dekadenzperiode. Mickey Mouse zieht sich von den glorreichen Unternehmungen, in denen er alle Gangster dieser Welt zu Land, zu Wasser und zu Luft verfolgt, in häusliche Gefilde zurück. Nicht mehr Kater Carlo ist sein Widerpart, sondern die launische Mimi, der er immer die Ernsthaftigkeit seiner Absichten beweisen muss. Hinter dem Helden Mickey, der in den Pantoffeln gelandet ist, wird bereits ein neuer Star aufgebaut. Donald, die neueste Kreation von Walt Disney. In ihrer ersten Geschichte von 1934 muss die eingebildete und kleinbürgerlich aggressive Ente zwar noch die Hefte ihres Rivalen Mickey Mouse verkaufen, aber bald hat sie es auch geschafft. Heute erreichen die Comics-Hefte mit den Abenteuern der Disney-Familie allein im deutschen Sprachraum eine Auflage von etwa 500.000 Stück.